Hi, ich bin Ilke von Zierstoff und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses tolle Kleid mit dem Knoteneffekt nähen könnt. Wir starten mit dem Vorderteil. Und zwar sind hier Knipse beinhaltet. Der erste, und der, also zwei Stück. Und wir nähen jetzt zuerst die beiden Teile von hier bis hier rechts auf rechts zusammen. Dann ist wichtig, dass ihr euch hier die beiden Knipse einknipst. Also eigentlich alle einknipsen, ne? Gut, also das heißt, rechts auf rechts zusammennähen. Das Seraflex-Garn ist super, weil ich hier mit einem geraden Schnitt nähen kann und die Naht bleibt elastisch. Kann ich nur empfehlen, ich zeige es euch gleich. So, verriegeln und dann gucken wir uns das gleich an von der anderen Seite. Also, das heißt, Naht ist elastisch, das ist super. Und jetzt könntet ihr, wer es ganz, ganz sauber haben möchte, die Strecke bis zum nächsten Knips, da wird jetzt der Knoten durchgezogen, also praktisch von hier bis hier. Wenn ihr das haben wollt, könnt ihr hier einknipsen und das nach innen schlagen und versäubern. Ich mache es jetzt nicht, weil man das später nicht sieht, müsst ihr selber entscheiden. So, und jetzt, also vom Prinzip her wird es jetzt gedreht und zwar wird das Teil einmal hier drüber gelegt und hier wieder unten drunter durchgeschlagen. So, nochmal. Ist noch nie. Also, dieses Teil, das linke, über das rechte legen und dann wieder nach da legen. Dann entsteht hier dieser Knoten. Und jetzt habe ich ja vorhin im Schnittteil meine zwei Knipse gehabt und ich habe hier meine zwei Knipse und diese zwei Knipse treffen jetzt wieder aufeinander. Und das gleiche auf der anderen Seite. Und so seid ihr dann ganz sicher, dass ihr, so da treffen die auch da drauf, so, ne, dass die Teile hier richtig verknotet sind. Gut, wenn ihr das jetzt habt, dann könnt ihr das Teil sozusagen rechts auf das schlagen und die Seite rechts auf die schlagen. Und da würde ich euch jetzt empfehlen, die eine Seite schon festzustecken, dass da nichts mehr verrutscht. So, wir starten jetzt mit der Seite. Also von hinten, die zwei Teile werden rechts auf rechts zusammengelegt. Und jetzt wird nach vorne genäht und zwar genau so lange, beziehungsweise wie weit ihr kommt. So lange, also so weit ihr kommt. So, einmal hinten verriegeln. Und hier vorne an dem Knoten, na, kann ich mir das jetzt ein bisschen rausziehen und dann eben ja, einfach beherzt nach vorne nähen. Bis ich nicht mehr weiterkomme und logischerweise den Stoff immer so ein bisschen nach hinten schieben. Bis ich dann nicht mehr komme, also weiterkomme und da dann auch verriegeln. Das kann ich noch ein bisschen fühlen. So, und lieber nochmal nachnähen. Das heißt, ihr könnt euch das jetzt erstmal angucken auf der Seite. Das sieht soweit sehr gut aus und jetzt mache ich das Ganze auf der anderen Seite und dann gucken wir uns das gleich an. Ja, das sieht sehr schön aus und man sieht auch, man kann den Knoten dann auch noch hier, also den Stoff hier durchschieben. Da müsst ihr jetzt gucken, wie schon gesagt, nicht zu, also nicht drauf nähen auf den Stoff, dass das hier noch flexibel ist. So, am Vorderteil, also am Rockteil, habe ich jetzt hier die vordere Mitte rechts auf rechts geschlossen. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Da ist eine Naht drin. Aus Stoffverbrauchsgründen, ihr könnt natürlich das Rockteil auch im Bruch zuschneiden ohne Naht. Dann nehmt ihr einfach die Nahtzugabe weg. Im Schnittteil hier ist ein Knips für die vordere Mitte. Also, wo ist er? Da. Dieser Knips trifft auf die Naht der vorderen Mitte. Auf beiden Seiten. Also das heißt, wir legen jetzt dieses Teil rechts auf rechts hier auf, gucken, wo der Knips drin ist und den würde ich mir jetzt eben auf die vordere Mitte stecken, an beiden Seiten und dann von der Seitennaht nach vorne nähen, von beiden Seiten aus.
Also wir starten jetzt mal an dieser Seite, an der ersten, also an der ersten, an der, die man jetzt sieht. Und dann nähe ich hier auch wieder alles mit diesem geraden Stich nach vorne weg. Und dann habe ich ja hier, das kann ich hier wunderbar nochmal nachprüfen, also da ist, das passt sensationell. Die Nahtzugabe lege ich auseinander von dem Rockteil. Und nähe eben bis zur vorderen Mitte. Na, da hat es ab und zu. So, und jetzt nehme ich das andere Rockteil und starte eben von der anderen Seite aus, auch bis zur vorderen Mitte. Hier trifft der Knips hier drauf und da ist die gleiche Strecke, da muss man auch nichts dehnen oder ziehen. Na, gucken wir uns das jetzt gleich von rechts an. Und in dem Moment habe ich hier meine vordere Mitte geschlossen, mein oberes Vorderteil ist hier dran genäht. Hier habe ich diese schöne Knotenoptik und später beim Anziehen, ja, muss man dann später angezogen sehen. Also das sieht sehr schön aus und damit haben wir eigentlich schon das Kniffligste geschafft. Im nächsten Schritt lege ich den inneren Beleg rechts auf das Vorderteil und hier habe ich es mir mal eingezeichnet. So nähe ich das Ganze jetzt ab an der Spitze und der Punkt logischerweise, der jetzt hier nach unten geht, dieser Punkt, der soll dann später auch auf die Naht hier treffen. So, gut, also entweder stecken oder, wie wir das jetzt machen, beherzt losnähen, weil das kann man jetzt eigentlich beim Nähen auch noch gut, also gut sehen, ohne stecken, aber Anfänger bitte stecken. So, also das heißt gerader Stich und erstmal runter zur Ecke nähen. Ich habe jetzt hier meine Ecke. Da kann ich jetzt fühlen, die trifft hier auf die Naht. Ich lege unten meine Nahtzugabe von dem Vorderteil auseinander. Dann lasse ich die Nadel hier einmal stecken, hebe das Füßchen und drehe das Ganze in die andere Richtung und nähe das Ganze bis oben hin ab. Ich habe jetzt genäht und jetzt schneide ich an der Spitze bis zur Naht ein. Aufpassen, dass ihr die Naht hier nicht verletzt, also nur bis zur Naht. Und jetzt lege ich, jetzt steppe ich flach ab. Das heißt, ich lege jetzt meine Nahtzugabe unter den Beleg, also unter dieses kurze Teil, Nahtzugabe darunter legen und steppe jetzt auf dem Beleg die Nahtzugabe ab. Und zwar knappkantig neben der Naht. Das hilft mir gleich beim Bügeln und dass der Beleg später auch nicht mehr rauskrabbelt, dann erspare ich mir das Absteppen von außen. So, und das mache ich jetzt bis zur Spitze. Und auch hier wieder Nadel stecken lassen oder je nach Stoff kann ich das auch in einem rumnähen. Müsst ihr dann selber bei euch mal gucken und immer den Beleg immer schön, die Nahtzugabe immer schön unter dem Beleg legen und dann eben bis zum Ende abstecken. Dadurch legt sich jetzt der Beleg ganz wie von alleine nach innen rein und die Naht ist auch nur innen zu sehen. Und jetzt bügele ich das Ganze hier schön aus und dann gehen wir an die Schulternaht. Ich habe das jetzt schön sauber ausgebügelt und bevor ich jetzt die Schulter mache, also muss ich jetzt erst noch am Rückenteil den Rückenausschnitt hier nach innen einschlagen und absteppen. Ich schlage mir die Nahtzugabe jetzt so nach innen ein. Also ich kriege sie nicht hier an den Rand, weil sonst hätte ich sie abwinkeln müssen. Ist aber auch nicht schlimm, kommen wir gleich drauf. So, und dann kann ich jetzt hier im Endeffekt die Nahtzugabe schön nach innen einschlagen und dann eben vorsichtig rundherum absteppen. Also der Ausschnitt ist jetzt hier versäubert, rechts und links haben wir diese kleine Ecke. Jetzt nehmen wir das Rückenteil und legen es rechts auf das Vorderteil und klappen praktisch die
also an der Schulter die zwei Teile auseinander. So, das ist der Beleg, das ist das Außenteil. Und jetzt lege ich das Rückenteil, also auf das spätere Vorderteil, und schlage den Beleg jetzt hier drüber. So. Und also das könnt ihr jetzt entweder schon jetzt feststecken, beziehungsweise bei rutschigen Stoffen, weil mir das schon öfter passiert ist, mache ich das jetzt so. Ich stecke mir hier vorne mit 1 cm Nahtzugabe diese kleine Ecke ab, weil da sind mir die Stoffe schon öfter weggerutscht und dann muss ich wieder nachnähen und das finde ich jetzt vom Aufwand hier überschaubar. Das heißt, ich stecke mir hier eine kleine Ecke ab, dass das hier fixiert ist an der Kante und jetzt lege ich den Beleg hier drüber. Und jetzt nehme ich diese drei Teile zusammen und steppe sie mit 1 cm Nahtzugabe hier ab bis zur anderen Seite. Jetzt habe ich das auf rechts gedreht und sehe, die Ecke hier ist sehr sauber geworden. Und dann erst dann schneide ich mir die Nahtzugabe zurück. Ihr könntet die Nahtzugabe sonst auch praktisch beim Nähen hiermit reinschlagen. Also auch das ist eine Idee, ne? Dass ihr die Nahtzugabe hier nach innen klappt. Also könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dann eben nur gucken, dass ihr da die Ecke ein bisschen zurückschneidet. Auch wieder hier aufpassen, dass man die Naht nicht verletzt. So, dann sieht das sehr gut aus. Und wurschtel, wurschtel auf die andere Seite. Müssen wir das natürlich auch noch machen. Also auch hier lege ich meine zwei Teile auseinander. Gucken, das ist mein Vorderteil, lege mir das Rückenteil dann eben hier drauf und schlage den Beleg auch hier wieder drüber. Und wie schon gesagt, sonst hier einmal die Nahtzugabe mit rein, also mit zurücknehmen. Ich habe jetzt also die Schulternähte hier schön versäubert. Jetzt ziehe ich mir das hoch. Hier ist ja mein Beleg und entweder ich hänge mir den jetzt einfach nur hier dran und nähe mir die drei Teile zusammen. Oder wer es ein bisschen feiner haben möchte, ich komme ja eigentlich noch ganz gut ran von der Mitte aus, lege ich mir das jetzt so hin, so möchte ich später haben. Ja, und dann kann ich im Endeffekt hier die Teile einmal hier zusammennähen. Das kann ich jetzt nicht in einem Rutsch machen, sondern ich muss praktisch bis zur vorderen Mitte das Ganze nähen. Dann, also entweder in der Naht oder knapp daneben, nähe ich jetzt nochmal das Ganze bis nach vorne hindurch, dann ist es auch schön versäubert. Ich bin jetzt hier in der vorderen Mitte und merke doch, ich kann mir das alles hier durchziehen. Ich kann es doch in einem Nähdurchgang, kann ich mir das Ganze jetzt hier dran nähen. Also sehr praktisch. Damit ist jetzt die Naht hier auch wunderschön sauber drin. Und bei rutschigen Stoffen empfiehlt es sich jetzt hier, die Seitennaht einmal kurz knappkantig an der Seite abzusteppen. Ich nähe jetzt den Ärmel ein. Und zwar habe ich im Vorderteil zwei Knipse, im Hinterteil einen und einen im Ärmel noch hier oben, der auf die Schulternaht trifft. Und wenn ich jetzt diese drei Punkte aufeinander stecke, also rechts auf rechts, das heißt, ich lege mir den Ärmel jetzt so hin. Und ja, ich habe jetzt schon ein paar Ärmel von uns eingenäht, ich stecke jetzt nicht mehr. Dann lege ich mir das auch so rein, dass der Ärmel unten liegt. Und dann nähe ich den Ärmel, also die zwei Teile Vorderteil und den Ärmel, ganz normal auch hier wieder mit einem elastischen Stich ein und ja, bis zur anderen Seite. Da gibt es jetzt eigentlich auch gar nicht so viel zu erklären. Den Ärmel habe ich eingenäht. Wenn ich möchte, dann kann ich das jetzt mit der Overlock versäubern. Werde ich jetzt tun und dann schließen wir die Seitennähte. Ihr könnt natürlich den Ärmel auch mit der Overlock einnähen, logischerweise, ne? Also wer eine Overlock hat. So, und jetzt im Endeffekt, wie altbekannt, also schließe ich jetzt die Seitennaht, ich lege den Ärmel rechts auf rechts aufeinander, ich lege die beiden langen Kleiderteile hier rechts aufeinander, dann stecke ich mir das alles und nähe die ganze Seitennaht vom Saum bis zum Ärmelsaum rechts auf rechts zusammen. Die Seitennaht ist geschlossen. Jetzt werden wir das Ganze auf rechts ziehen und also vorher noch ausbügeln. Und jetzt wird noch der Saum sozusagen eingenäht, also vom Ärmel und vom unteren Saum. Da könnt ihr das nochmal anprobieren, könnt euch nochmal die finale Länge definieren.
Und hier beim Armsaum dann einfach auch 2 cm nach innen einschlagen. Könnt ihr sonst vorher auch nochmal bügeln. Dann hier drunter legen. Und das nähe ich jetzt hier mit dem geraden Stich. Das schaut nicht ganz sehr schön aus. Und dann einmal rundherum bis zur anderen Seite. Und damit ist es auch schon ja, so gut wie fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr Lust auf dieses Schnittmuster bekommen habt. Falls ja, dann gebt mir doch ein Like, abonniert unseren Kanal und damit kann ich nur sagen, nix wie ran an die Nähmaschine.